Na, komm, auf die Füße, fertig, los. Jawohl. Oh nein, noch mehr von denen. Oh nein, und sie haben Granaten. Wir haben nur eine Chance, die größte Waffe der Ersten Ordnung zu zerstören. Nutzt sie und möge die Macht mit uns sein. Möge die Macht mit uns sein. Wir werden diese Chance nutzen, diese eine, die wir haben. Commander Tim, dankeschön, dankeschön. Für dein Drabonement hier. Ah, oh, das Geräusch ist echt geil. So, wir holen hier gleich die ersten Kills in hier der Koop-Runde. Herz natürlich auch nochmal für Commander Tim hier in den Chat. Nicht vergessen, nicht vergessen. Niemals die Herzen vergessen. Die Herzen vergessen bringt Unglück oder so. So, hier. Gucken wir, wie wir uns... Oh, wie ich mich hier schlage mit der Community zusammen. Dankeschön, Maze Girl. Dankeschön. Die Macht ist mit mir. Okay, dann schauen wir mal, ob die Macht mit uns hier ist. Ich hoffe es einfach mal. Ich habe keine besondere Resub-Animation, das ist richtig, ja. Ich habe allgemein keine Animations drin, weil ich immer versuche, den... damit es auf YouTube halt... Ich mag das nicht, wenn das so viel so Zeug reinploppt. Vielen Dank, Commander Tim, für die 100 Bits nochmal. Ich mag das nicht, wenn so ganz viel Zeug reinploppt immer ins Bild. Also bei zum Beispiel bei Sachen, die nicht auf YouTube landen, wie zum Beispiel, geh mal weg hier. Zum Beispiel Mario Kart oder so, da kann ich mir das sogar vorstellen. Also da ist es okay, aber so Sachen, die irgendwo auf YouTube landen, da finde ich das immer ein bisschen störend, dass man so immer hier, da immer das alles so fett aufploppt. Deswegen habe ich auch nicht solche GIFs oder sowas drin. Also es ist bewusst nicht drin. Es war eine bewusste Entscheidung hier, sowas nicht drin zu haben. Aber sie haben Flammentruppler. Und wir wissen alle, wie gut Flammentruppler im Koop sind. Die sind da leider sehr effektiv und sehr nervig. So, den haben wir weggehauen hier. Mal ein bisschen Lebensenergie hier kommen, aber es wird nicht einfach hier. Die wollen die Kommandopunkte hier einfach nicht hergeben. Da können wir hier so viel ballern, wie wir wollen, aber die sind einfach mehr momentan hier. Uiuiui, da müssen wir schneller sein. Jugo Schwarz-Weiß, danke fürs Folgen. MixelXD2, herzlich willkommen. So, Stufenaufstieg Stufe 66. Nice. Ja, ich habe auch keinen Subsong, das ist richtig. Oh. Jetzt können wir sie hier gerade ein bisschen weghalten. Also der erste Kommandopunkt gehört gleich uns hier. Den haben wir auf jeden Fall sicher hier. Den werden sie uns nicht mehr wegnehmen. Können wir hier noch ein paar Kills hinterher machen. So, direkt hier weggehauen. So, läuft bei mir, genau. Oh nein, shit, läuft nicht mehr bei mir. Ich bin tot. Trinkt trotzdem einen auf euch. Prost auf euch. So. So, das ist der Mini-Keton, aber nur bei Subs ist es der Mini-Keton. Der ist nur bei Substar, nicht bei normalen Followern, damit ich das noch unterscheiden kann. Vom Ton her. So, und jetzt hier nochmal auf die Gegner drauf hier. Wow, das läuft gar nicht mal so gut hier. Gerade eben lief es noch gut, wir hatten den Kommandopunkt fast, da war ich mir schon sicher, dass das hier was werden würde. Und dann kamen plötzlich hier ganz viele Gegner rein. Da setze ich mich lieber nochmal aufrecht hin hier. Oh, shit. Oh, boy, geht ja gar nicht hier. Was ist da los? Müssen wir mal eine andere Klasse nehmen hier. Ich glaube, müssen wir mal hier ein bisschen nachhelfen. Mittlerweile haben wir auch genügend Kommandopunkte hier. Wenn jemand für sich von den Imperator gewünscht, den kann ich allerdings nicht nehmen hier. Vielleicht mal den... Oder... Nee, warte mal. Nehmen wir mal Finn hier. Nehmen wir mal Finn hier. Der ist vielleicht gegen so... Ja, ich habe schon mal von dir gehört, Finn. Durchaus. So, und jetzt mal hier gleich vorgerannt. Was hat denn der für Fähigkeiten gehabt? Große Nummer, Inspiration, Undercover-Team, Zielwasser, das war ganz effektiv gegen mehrere Gegner, das weiß ich noch. Hat er auch, das visiert dann automatisch die Gegner an. Das ist sehr praktisch gewesen, wenn man wie ich ein quasi kein Aim hat. So, hier mit Finn war ein bisschen vorgerückt, hier gleich mal den Unterschied gemacht. Jawoll, oh, der haut die weg, die macht richtig Schaden, die Waffe von ihm. So, haben wir den Kommandopunkt auch. Nice! Ich bin doch eigentlich ein Wookie. Ich bin ein Drache, ich bin ein Wookie. Ich bin vieles. Manchmal bin ich auch einfach nur Drabu. Lieblings-Star Wars-Film habe ich eigentlich keinen. So, jetzt ziehen sie sich zurück hier. Irgendjemand von uns hat BB-8 genommen hier. Aus der Community. Die Community hat sich für BB-8 entschieden. Warum ist der Gesangsmodus weg? Denkt mal drüber nach. Okay, alles im Griff. Wir machen den wieder an den Gesangsmodus, keine Sorge. Aber er ist wieder bei Mario Kart 8. So, nochmal denen hier. Oh, alles klar. Der Verräter FN, ja. Der Verräter Finn stürmt hier auch schon die Basis. Das passt eigentlich. Oh nein, oh nein. Oh, der Verräter wird gleich bestraft, habe ich das Gefühl hier. Oh, Kylo. Nein, Kylo hat uns alle festgehalten. Oh, wegrollen, wegrollen. Komm, wir sind zu zweit hier gegen Kylo. Den haben wir weg. Den haben wir weg. Zack, boom, weg ist der Kylo. Kein Problem. Ups, den hier auch nochmal erwischt hier. Komm, jetzt rücken wir hier vor. Schön vorrücken.
Wir haben beim ersten Punkt leider ein bisschen viel Zeit liegen lassen. Hier beim ersten Kommandopunkt, den hätten wir schneller kriegen müssen können. Den hätten wir eigentlich beim ersten Angriff schon direkt haben müssen. Aber okay. Muss ich meine Stimme für Voice of Germany schonen. Genau das ist eigentlich der wahre Grund. Oh. Wieder viel zu viele Gegner hier. Das ist eigentlich der wahre Grund, warum ich das hier gerade den Gesangsmodus ausmache. Genau, weil ich meine Stimme für Voice of Germany. Heißt das die Sendung so? Ich weiß nicht mehr, wie die Sendung heißt. Schonen muss. Genau, DSDS kenne ich noch. So, Whitey und ich waren deine ersten zwei YouTuber, die du geguckt hast. Das freut mich. Schön, dass du immer noch dabei bist, auf jeden Fall. So, jetzt können wir den Kommandopunkt halten. Wir müssen nur den Kommandopunkt halten. Also wir müssen hier in dem Bereich stehen. Wenn sie da hinten rumlaufen, kann uns völlig egal sein. Auch wenn unsere KI da gerade vorläuft und stirbt, völlig egal. Wie lange ich am Streamen bin, das erfährst du immer, indem du auf Ausrufezeichen Streamplan in den Chat reinschreibst. So, der Hype Train ist abgeschlossen. Vielen Dank auf jeden Fall für den Hype Train wieder hier. Gleich zu Beginn schon. Oh, da hätten wir es erstmal. Die kommen hier nicht her. Der könnte am Kommandopunkt instant uns her. Das war richtig schnell und gut. So mag ich das hier. Schnell und gut. Tut. Der Profi, Drabo schafft das. Ja, schauen wir mal, ob der Drabo-Profi das hier schafft. Mit Finn ist es aber echt nicht so schlecht. Vor allem, wenn sie sich jetzt hier zurückziehen. Da kann man sie schön noch hier in den Rücken schießen. Da können sie zwar wegrennen, aber das wird ihnen gar nichts helfen. So, wir müssen uns zurück auf die Schlacht. Wir müssen noch kurz warten, bevor wir weiter dürfen. Tut, macht der Hype-Train. Ne, der macht eher Hype. Hype, hurra, alles ist super, alles ist wunderbar. So. Mal da entlang. Ne, ich glaube, wir gehen da mal lang. Gaming Time hat Joa Schwarz-Weiß ein Stufe 1 Drabumon verschenkt. Sehr viele Herzen in den Chat dafür. Dankeschön. So, jetzt sind hier viele Gegner. Das heißt, wir machen hier mal den Auto-Treffer-Modus hier an. Wir machen hier gleich richtig schön hier einen Kill nach dem anderen. Geil, direkt Triple-Kill hier quasi gemacht. Schön. Ah, Finn kann schon was hier. Da ist mittlerweile auch der andere Roboter angekommen. Den dürfen wir hier nicht übersehen. Er hält zwar nicht viel aus, aber treffen muss man ihn trotzdem. Und er ist gar nicht so leicht zu treffen, weil er so nah am Boden gebaut ist. Nicht nah am Wasser, aber nah am Boden. Ah, weg ist er. Weg ist er. Jetzt kommen sie her hier. Oh shit, die kommt wirklich her. Wollte sagen, wir... Oh nein, der Imperator. Da, ihr wolltet doch den Imperator sehen. Jetzt habt ihr den Imperator hier. Aber leider gegen uns. Werde ich Overwatch 2 spielen. Aber ziemlich sicher nicht, nein. So, weg mit dem Imperator. Den hätten wir auch erledigt. Aber das war noch nicht alles, was sie uns hier entgegenschicken. Vor allem haben sie so ein widerliches Geschütz da vorne. Weg damit und dann hier weiter nach vorne rücken. Weiter nach vorne drücken, Jungs und Mädels. Wir müssen das hier rocken. Ah komm, jetzt gehen wir hier in Nahkampf, wenn der nicht aufgeben will. So, jetzt haben wir den Punkt hier wieder. Wahrscheinlich werden wir ihn nicht lange haben, aber kurz haben wir ihn. Und jede Sekunde zählt hier. Widerstand ist zwecklos. Wobei eher erste Ordnung ist zwecklos hier, nicht Widerstand. Ihr verwechselt da was. Oder Widerstand gegen den Widerstand ist zwecklos. Das könnte unser Motto werden hier. No, sie haben Finn gekillt. Ihr Schweine. Der rote Imperator, ja, so in etwa. Basti GHJH, herzlich willkommen. So, wir nehmen gleich nochmal Finn hier. Mit dem lief das eigentlich ganz gut. Den mache ich ja ganz gerne. So. Ich spiele den Multiplayer. Das hier ist mit drei anderen Leuten zusammen. Das ist Multiplayer, mein Freund. Das ist Multiplayer. So. Uvisia Schützen soll ich spielen. Alles klar. Diese Helden soll ich als nächstes spielen. Werde ich tun. Oh, shit. Uiuiui. Da vorne geht's ab. Einmal hier raushauen ordentlich noch, was wir haben. Gegen die Gegner. Oh, schönen Stufenaufstieg nochmal gemacht. Muss ja aber echt mal wieder verbessern, die Charaktere. Ich habe schon relativ lange gespielt und nichts verbessert hier. Ja, hier können sie gerne rumkommen. Wir dürfen nicht ganz um die Ecke rumkommen hier. Sonst haben wir... Ach, der ist auch schon wieder da. Den siehst du aber echt immer fast gar nicht, ey. Richtig fiese Angelegenheit. Oh, ich habe das Minikit-Geräusch gehört. Eiflaulich TV hat draboniert. Vielen Dank dafür. Im zweiten Monat ist er nun auf Stufe 1 hier mit dabei. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank dafür natürlich auch für immer deine grandiose Modarbeit. Xan Geirix, herzlich willkommen. Wir haben schon wieder viel Zeit hier liegen lassen, aber den Punkt holen wir. Jetzt kommt zwar nochmal eine Welle wahrscheinlich, aber bis dann sollten wir den... Was? Bis dann sollten wir den auf jeden Fall haben. Warum umkämpft? Hier ist doch niemand. Ah, okay, hier ist doch jemand. Oh, da sind ein paar. Ja, da sind ein paar. Oh.
So, wir haben wieder einen Meilenstein hier erreicht. Das war gut. Ein wahrer Kämpfer für den Widerstand sind wir. Wo sind denn echt der Rest von uns hier? Kann nicht wahr sein. Was macht echt der Rest von uns hier? Uiuiui, nicht Rückzug hier. Wir haben nur noch eine Minute 46. Ich will hier keinen Rückzug. Ich will hier einen aktiven Angriff sehen. Nee. Kann doch nicht sein hier. Wie viele kommen denn da? Irgendwie fehlt mir der Flammentruppler, aber der ist leider... Der Flammentruppler ist leider auf der anderen Seite. Und da brauche ich ihn jetzt nicht unbedingt gegen mich hier gleich. Das wäre wenig zielführend und so. Macht Spaß. Ah, das freut mich, dass die Modarbeit Spaß macht. Oh. Na, komm, auf die Füße, fertig, los. Jawohl. Oh nein, noch mehr von denen. Oh nein, und sie haben Granaten. Oh, Flammenfeuergranate wollten sie mir hier bieten. Oh shit. Ey, sag mal. Wo ist der Rest von meinem Team eigentlich? Wir müssen den Punkt hier einnehmen. Oh nee, nur noch eine Minute. Aber jetzt haben wir Ray mit dabei. Komm, Ray jetzt hier macht den Unterschied. So, nochmal hier schnell ein bisschen schießen. Dann haben wir die vielleicht können wir sie dann nicht mal zurück tun hier ein bisschen. Ja, jetzt erobern wir. Komm, jetzt müssen wir ihn holen, den Punkt. Jetzt müssen wir ihn holen. Das muss es jetzt sein hier. Das muss der Punkt sein. Vorzug statt Rückzug. Nee. Mein Lieblingsmodus nach Koop. Ich glaube, nach Koop kommt erstmal lange kein Modus. Nee, ich glaube schon der Standard galaktische Angriff dann, oder wie das heißt. Momentan gibt es, glaube ich, sogar dreifache Erfahrungspunkte oder so. Weil gerade irgend so ein Triple-Event läuft auf jeden Fall gerade wieder. Oh, die sind zu zweit da vorne. Kylo und Imperator. Na, das ist eine ganz unschöne Kombi hier. Schon ordentlich was hier draufgehauen auf den Imperator auf jeden Fall. So, Imperator mal weg. Aber das war leider noch nicht alles. Wir müssen weiter vorrücken hier. In den Innenraum müssen wir vorrücken. Oh, hier sind richtig viele Gegner hier. Bei den ganzen Sturmtruppen müssten die eigentlich ihre Basis selber zerstören. Ja, stimmt schon. Was die hier alles rausbrennen. Das ist schon eine heiße Angelegenheit. Oh, nochmal rückwärts. Nochmal zurückgehen. Oh, Flammtruppler. Ah, schade. Mittwoch immer dreifach XP. Mittwoch ist immer dreifach XP. Ach, ich wusste nicht, dass es jeden Mittwoch ist. Oh, gut zu wissen. Ich glaube, der Mittwoch wird der neue Battlefront-Tag jetzt immer. das ist natürlich logisch. Da setze ich mich gleich nochmal aufrecht hin hier. So, jetzt gehen den Boy Darth Maul Skin. Ich weiß nicht, ich finde es immer so, ich verstehe es immer gar nicht, warum die Leute immer so geil auf die Skins sind. Ich meine, die Charaktere werden dadurch auch nicht besser. Also, ich weiß nicht. Aber muss ja jeder selber wissen, was ihm Spaß macht. Der mit dem unaussprechlichen Namen, mit dem Big in der Mitte, herzlich willkommen auf jeden Fall. Schön, dass du auch Bravo Follower geworden bist. Vielen Dank dafür. Mein Lieblingsheld hier in dem Spiel, boah, Leia spiele ich ganz gerne, zumindest gegen die KI hier spiele ich Leia ganz gerne. Weil Flynn jetzt ja auch gerade eben echt Laune macht, muss man sagen. Oh, so, die Flammentruppler halten auch echt was aus, das ist schon krass. Schon krass, was die Kollegen aushalten. Oh ne, wir werden angegriffen. Vor allem das Schlechte ist, hier hat man so wenig Deckung hier oben. Und die unterlaufen uns gerade. Das Problem sind, die sind gerade alle unter uns irgendwo und laufen dann nach oben. Da können wir ihnen schon vorher in den Rücken fallen, bevor sie sich umdrehen können. So, schön hinten drauf. Und wir sind gleich Stufe 14 hier geworden mit Finn. Werden längere Spiele auch kommen. Ja, wir machen auch noch den großen Modus. Heute spielen wir auch noch den großen Modus, damit hier mehr von euch noch mitspielen können. Machen wir heute auch noch. Aber erstmal ein paar Runden Koop, um hier überhaupt warm zu werden, um sich ein bisschen warm zu schießen. Und dann trotzdem wieder ziemlich ein... Oh nein, nicht im Nahkampf, Imperator. So, Imperator haben wir auch wieder gekillt, zum wievielten Mal auch immer, aber den muss man bekanntlich öfters killen. Erster Sieg für dich heute. Ja, ich weiß nicht. Also, es sieht momentan nicht gut aus, muss man sagen. Wir haben nicht so viel Zeit und die holen halt doch mal viel. Aber jetzt holen wir was. Jetzt haben wir gleich die Hälfte, zumindest erobert vom Kommandopunkt. Mein Lieblingsheld bei den Bösen. Boah, schwierig. Ich glaube, Boba Fett spiele ich ganz gerne. Mit dem kann man so schön rumfliegen. Oh, jetzt haben wir gerade Ruhe hier. Jetzt haben wir gerade richtig viel eingenommen. Aber jetzt kommt wahrscheinlich eine richtig krasse Welle. Also ich glaube, wenn wir die Welle jetzt überstehen, dann schaffen wir es. Wenn wir die Welle jetzt hier drinnen stehen bleiben, wo wir jetzt gerade sind, dann schaffen wir es. Wenn wir das nicht tun, dann schaffen wir es halt nicht. Aber das war schon mal nicht verkehrt. Oh, jetzt kommt er von der anderen Seite noch. Aber es ist nur einer. Dort ist nur einer hier. Jetzt kommt noch ein zweiter dazu. Erster ist aber weg. Ja, jetzt ist der Kommandopunkt natürlich wieder umkämpft. Aber man merkt echt immer, dass die immer in Wellen kommen. Wenn mal eine Welle Ruhe ist, dann ist auch Ruhe. Oh, das sieht gut aus. Wir sind schon wieder am Einnehmen. Angriff oder Commander. Immer Angriff hier.
Den Commander, mit dem konnte man immer so schön Punkte farmen, aber mittlerweile muss ich sagen, der Angriff macht schon mehr Spaß zu spielen. Da ist einfach mehr Action geboten. So, direkt nochmal einen Headshot geholt und dann haben wir den Punkt. Ach, das war schon der letzte Punkt. Ach, das war schon der letzte Punkt. Och, pff. Easy. Easy, easy. Battlefront 2 ist leider nicht Crossplay. Das wäre geil, wenn Battlefront Crossplay wäre. Das würde ich geil finden. Mein Gut, dann wären ganz guten PC-Spieler mit dabei, aber die würden es wahrscheinlich eh ausschalten. Von daher, ui, ich bin sogar Zweiter geworden bei uns hier. Sehr gut, sehr gut. Ja, war doch eigentlich jetzt, es war zwischendurch mal ein bisschen spannend, war es zwischendurch, aber doch, insgesamt war es dann doch eine schöne Angelegenheit. Die Erste Ordnung hat von unserer Basis auf Agent Kloss erfahren. Wir müssen sie verteidigen. Möge die Macht heute mit uns sein, Brüder und Schwestern. Und mit Joghurtsoße 1, 2, 3 gerade hier noch dazugekommen ist in dieses wunderbare Spiel. Möge die Macht auch mit dir sein. Nee, hatten wir nicht vor. Wieso bin ich hier gerade in First Person gewechselt? Ich weiß es nicht. So, hier sind wir auf einer der neueren Maps auf jeden Fall. Schön hier ein bisschen wegrollen. Rollen ist immer wichtig. Rollen ist immer sehr wichtig. Sehr gut. Wir haben unseren ersten Kill gemacht. Wurde nicht zuerst gekillt. Das ist schon mal ein gelungener Anfang hier, finde ich. So, jetzt mal ein bisschen hier vorrücken. Also richtig weit müssen wir gar nicht vorrücken. Wir sind nämlich da drüben bei A schon richtig schön am Einnehmen hier. Eigentlich müssen wir die ein bisschen weglocken von A, damit sie nicht alle zu A gehen. So, schauen wir mal hin zu A, wie es da vorne läuft bei A. Jetzt sind alle hier bei A natürlich. Weil sie das sich nicht gefallen lassen wollen. Oh, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Oh, diese blöden Geschütze immer, ey. Die killen mich jedes Mal. Naja, wusste ich, dass da was kommt. Läuft bei mir, alles klar. Prost. Drabor, Sturmtruppler, DB 2187, genau. So, damit kann ich das jetzt schon mal gleich wählen. Hier diese Klasse, die sich jemand gewünscht hat. Besiegt, besiegt, besiegt. Bei uns ist wieder einer rausgegangen. Mensch, wieso ist denn da einer rausgegangen von euch? So, Alter. Sektor verloren. Zurückziehen, was? Was? Nein! Lassen wir mal kurz nicht da und dann ist hier sofort hier alles weg hier. Kann doch nicht sein. Rollen bringen die Sache ins Rollen, ja, finde ich auch definitiv. So, mal gucken, ob wir Chewbacca noch bekommen als nächstes. Da müssen wir erstmal noch ein bisschen Pünktchen hier sammeln. In dieser Klasse hier. Servus da oben. Ich hoffe, es ist schön da oben im AT-ST. Ist ärgerlich, dass wir hier gleich was verloren haben hier, den ersten Kommandopunkt. So, wenn du in meiner Freundesliste drin bist, dann kann es natürlich sein, dass ich dich einlade in der nächsten Runde. Musst du mal gucken. Wie gesagt, Freundesliste kommt dir ganz... Oh, geht das Ding schnell kaputt. Freundesliste kommt dir ganz easy rein. Einfach hier mit Kanalpunkten euch gönnen auf Twitch. So, nice. Mal eben den AT-ST quasi mal Eingang hier geholt. Schöne Sache. Also Schütze ist echt ganz praktisch hier. Dauert halt immer ein bisschen, bis sie schießen kann. Aber wenn sie mal schießt, dann ist sie aber auch... freuen sie sich nicht so da vorne. Und wenn sie nicht schießt, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem, wenn sie hier nachladen muss. Oh. Rückzug, Rückzug. Nein, geh weg. Puh, das war gar nicht so gut. Also die 1000 Punkte, die sie gekostet hat, müssen wir auf jeden Fall wieder reinbringen mit ihr. Das ist eine klare Sache hier. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dafür. So, gleich den da vorne noch mitnehmen hier. Ah, nicht nachladen. Und dann den hier auch noch gleich holen. 10.000 schaffst du in dem Monat noch, alles klar. So, bei den Dings müsst ihr ein bisschen schneller sein. Bei den VIP, die werden wahrscheinlich bald teurer werden, die VIP-Mitgliedschaften, weil immer mehr Leute VIP werden. Und irgendwann sind dann keine Plätze mehr da, deswegen muss ich dann leider die etwas teurer machen. Damit die nicht sofort voll sind, die ganzen Plätze hier. Wäre ja doof. So, jetzt hier nochmal. Hopp. Jawoll. So, fast haben wir die 1000 Kampfpunkte, fast dürfen wir draufgehen. Oh, jetzt haben wir den ATS hier noch, komm. Und dann haben wir die 1000 Punkte auf jeden Fall. Nicht, dass ich dann vorhätte, drauf zu gehen, aber... Oh shit, der hat uns gesehen. Der hat uns gesehen. Erstmal aufladen. Aber hä, wir haben nicht mal Assist bekommen für den. Frechheit. Oh nein, Feuer. Zu spät gesehen. Der ist mir in den Rücken gefallen. Da hat sich gar nicht mehr den VIP-Status gegönnt. So. Na dann. So, mit der Schütze waren wir jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt. Da müssen wir jetzt ein bisschen sparen, weil wir ja Chewbacca spielen sollen. Deswegen nehmen wir jetzt nochmal hier den Angreifer, den normalen. Und versuchen da mal hier irgendwie die Verteidigung weiter aufrechtzuerhalten. Oh shit. Verdammt, die Granate kommt von der anderen Seite. Heilen. Oh, Gott sei Dank. Uiuiui, die stürmen hier aber ganz schön. Die überrennen uns hier ganz schön, muss man sagen. Nicht cool. Ausweichen. Nicht cool. Brezen oder Brezen? Es kann nur Brezen sein, die Antwort.
Nein, hört auf, unseren Punkt einzunehmen da vorne. Hört auf, unseren Punkt einzunehmen. Unser Punkt gehört uns. Ah, shit. Oh, nein. Wir laufen mal oben rum. Können wir von oben ein bisschen runterschießen hier. Oh, so shit, sind das da viele da unten. Der AT-ST hat uns, ja, kurz gesehen gehabt. Der AT-ST ist dann aber wieder gegangen. So. Zumindest haben wir noch einen Granatenkill hinterhergelegt. Wenigstens etwas. Wie viele Frozen-Filme ist es? Wann werden die teurer? Ich, ab 20.000 werden sie quasi immer 5.000. Also ab 20 Kanalmitgliedern. Oder beziehungsweise ab 25 werden sie. Ab 25 VIPs werden die immer 5 teurer. Also wenn 25 Leute VIP sind, kosten sie 25.000. Wenn 30 Leute VIP sind, kosten sie 30.000 und so weiter. So werden die dann teurer. Wir müssen uns sammeln und hier neue Verteidigungsstellungen errichten. So, Eifel war einfach flink. Eifel ist immer flink. Es ist, ist auch so die Jedi-Reflexe, die meine Moderatoren mittlerweile entwickelt haben, glaube ich. Genau, wenn 30 Leute VIP sind, dann kosten sie 30.000. Die VIP-Mitgliedschaft. So. Wie viele VIPs? Ich glaube, heute werden die 25 auf jeden Fall geknackt. Also heute müssen die 425 VIPs geknackt werden. Ich weiß nicht genau auswendig, wie viele es sind, aber die werden. Aber ich schaue immer nach jedem Stream nach einfach. Also wenn ihr es dann in dem Stream noch schafft, es rechtzeitig zu beenden, dann habt ihr noch Glück gehabt. Ja, da springen sie lustig hoch da vorne. Oh nein, sie sind sogar schon lustig da. Oder auch nicht so lustig, aber da sind sie auf jeden Fall. Oh, gleich den mal da vorne noch eine Granate laufen, werfen, falls da noch einer hochkommt. Da kam aber nicht noch einer hoch. Oh shit, wir sind schon beim vorletzten Punkt hier, den wir verteidigen müssen. Und die haben noch richtig viel Zeit, die Kollegen. Die haben noch richtig viel Zeit. Uiuiuiui. Okay, da vorne ist auf jeden Fall... Ah, oh, shit. Da kommst du in die Richtung hier und dann ist gleich hier ganz vorbei. Lieber noch was trinken hier. Gleich Imperator, please. Kann ich dir nicht versprechen, weil ich nicht weiß, welche Seite... Ah, nee, Entschuldigung, ich muss ja erstmal Chewbacca nehmen. Entschuldigung, ich muss Chewbacca nehmen, um das auch noch zu erfüllen. Hier, machen wir noch Chewbacca. Nein, maximale Anzahl im Spiel, Chewbacca. Es tut mir leid, ich kann Chewbacca nicht nehmen. Ich würde Chewbacca gerne nehmen, aber... Geht leider nicht. Maximale Anzahl im Spiel, ja. Also eine Runde Coop machen wir danach noch und dann wechseln wir auf einen der großen Modi. Dann können noch mehr Leute mitspielen, auf jeden Fall. Also eine Runde Coop, danach gibt's hier noch... Und dann kommen die großen Modi. So, hier schon... Ruhig, aber das Problem ist oben. Der Punkt B wird hier eingenommen. Die überrennen uns hier quasi bei Punkt B. Da können wir zwar hier einen wegholen, aber... Oioioioi, die sind ja alle da oben. Oioioioi. Was war das schon wieder? Da kommst du nur in die Richtung von denen und bist sofort instant schon wieder tot. Welche neuen Star Wars Serien schauen? Ja, habe ich auf jeden Fall vor. Ich glaube, wir sind aber auch... Ah, nee, okay, passt, wir sind wieder zu viert, weil vorhin waren wir mal kurzzeitig zu dritt, ich glaube, das könnte auch noch ein bisschen dazu beigetragen haben. Oh nein, 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 das ist gleich vorbei, nein! Uiuiuiui, hier kriegen wir auf den Deckel. Normalerweise haben wir auch immer auf der anderen Seite, normalerweise haben wir die Karte tatsächlich auch immer auf der Seite des Widerstandes gespielt und mussten uns da immer dann auf der Seite der ersten Ordnung gespielt und haben dann immer den Widerstand besiegt auf der Karte hier. Jetzt ist es mal andersrum. Also anscheinend hat die erste Ordnung hier vielleicht einen leichten Vorteil. Wir werden es sehen. Da hast du Glück, dass du den VIP-Status geholt hast, ja. Stimmt, stimmt. So. Ja, wenn genügend Leute aktiv sind im Chat, dann kriegen wir auch wieder mehr VIP-Plätze. So ist es nicht. Momentan haben wir ja 60 VIP-Plätze zu vergeben. Und wenn 100 Leute gleichzeitig im Chat quasi schreiben, dann kriegen wir wieder mehr VIP-Plätze. So. Mal nach da vorne hinballern. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Ich spiele auf der PS5 immer noch. So. Oh. Ah, komm, nimm ihn. Nein, 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 nein. Shit, 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 shit. Zu viel Action hier schon wieder. Zu viel Action schon wieder hier. Die wollen einfach nicht draufgehen hier. Die wollen einfach nicht draufgehen. Oh Gott, die sind echt schon wieder direkt von der Haustür hier. Uiuiui. Das wird eine sehr spannende Runde. Vor allem, wir müssen halt 6, fast 7 Minuten durchhalten hier. Uiuiui. Und das ist auch nicht so... Hier kann man sich auch schlecht verteidigen, weil sie von vielen Seiten gleichzeitig kommen. Und wir wenig Deckung haben. Wir haben wenig Deckung hier. Also hier, das ist alles, was wir an Deckung haben. Wir können es hier ein bisschen dahinter stellen. Das ist unsere Deckung hier. Oh nein, sie haben Captain Phasma. Oh, und sie haben noch einen anderen Rollmops hier. Oh, geh weg, BB9E. Geh weg. Oh, sie dürfen es nicht flankieren. Oh, Chewbacca geht gleich drauf. Vielleicht kann ich ihn dann doch nochmal spielen. Vielleicht habe ich dann das Glück, ihn nochmal spielen zu können. Oh nein, oh, Flammentruppler, Flammentruppler, uiuiui.
Hashtag Brezen, ja, definitiv. So, Ray ist verfügbar, Ray will ihn nicht spielen. Ich möchte den Chewbacca haben. Warum ist der Chewbacca maximale Anzahl im Spiel? Es tut mir leid, ich würde ihn so gerne spielen. Oh nein. Schnell wieder nach vorne. Aber sie haben noch nicht viel eingenommen. Hollywood's Finest, herzlich willkommen. Schön, dass auch du hier mit bei diesem Drabu-Stream mit dabei bist. Und wir haben einen neuen Drabonenten, Pupipuschel. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Für dein Drabonement. Jetzt schon der zweite Monat, in dem du mit dabei bist. Kylo Ren wurde gesehen. Und ich schätze mal, wir sehen ihn auch gleich. Hä? Wieso kommen die denn von da? Nein, ich will nicht zu denen. Ich wollte da weg. Wieso sind die... Ah, die haben mich einfach hergezogen. Ah, die haben mich hergezogen. Genau noch, die Herzen-Chat hier. Wo bleiben die Herzen? Hier gibt's keine so eine Art Wolf wie beim Whitey. Nee. So krass, sowas krasses gibt's hier nicht. Du bekommst deine minütlichen Punkte nicht, das ist, was ist los? Die Punkte gibt's nicht minütlich, die gibt's immer alle paar Minuten gibt's die und dann gibt's die auf einmal normalerweise. Meines Wissens, oder? Es wird immer boah, schaut euch das mal an, was da vorne da unten, oh, habt ihr gesehen, was da unten los ist? Habt ihr gesehen, was da unten los da kommst du gar nicht mehr rein, ey, wo kommen denn die alle her? Da schaust du mal schräg um die Ecke und bist tot. Aber instant. Was ist denn da drinnen los? Die verstehen ja gar keinen Spaß da auf der anderen Seite. Na komm. Hauen wir sie weg. Nochmal in Deckung gehen hier. Da drinnen, da ist echt bitter. Also da kannst du zwar reinschauen, aber da schaust du auch schnell wieder den Boden sehr nah an. Ist das krass, wie die uns hier rüberrennen. Sag mal, wo kommen denn die alle her? Das ist schon echt das. Der ganze Punkte sammeln, so viel du willst. Ja, die haben uns. Wir müssen unsere Verluste beschränken und abrücken. Diese Schlacht ist verloren, aber andere werden folgen. Ja, die haben uns wortwörtlich um die Ecke gebracht. Das war übel. Das war übel. Alle 15 und 15 Minuten gibt es eine Kiste, wo man draufdrücken muss. Genau. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.